Wir testen in diesen Wochen den neuen Renault Zoe auf Herz und Nieren. Und nicht nur das, wir beantworten auch Ihre Fragen rund um das meistverkaufte Elektroauto Deutschlands und E-Mobilität. Und die Steffi aus Freital hat uns eine Frage geschickt. Und für die schauen wir dem kleinen Zoe mal auf den Hintern. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Kein Auspuff, klar, ist ein Elektroauto. Zum anderen aber auch keine Anhängerkupplung. Und die Frage von der Steffi war, gibt es denn eine Anhängerkupplung für den Renault Zoe? Antwort, ja, gibt es. Natürlich nicht, um einen 2-Tonnen Wohnmobilanhänger zu transportieren, aber für den Fahrradgepäckträger ist er zugelassen. Das heißt, der sportlichen Runde entlang der Elbe steht nichts im Weg, wenn Sie eine Anhängerkupplung an den Zoe bauen.